Miss Clavo? Ja? Wissen Sie, wer ich bin? Nein. Eine alte Freundin. Ich habe viele Freundinnen. Hören Sie, ich weiß nicht. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Trotzdem habe ich Sie immer im Auge behalten. Ich habe nämlich eine Glaskugel. Sie haben was? Ich brauche nur in meine Glaskugel zu schauen, um zu wissen, wie es Ihnen geht. Wie es mir geht. Liebe Mutter, es geht mir gut. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Margaret Miller. Aus dem amerikanischen Englisch von Elizabeth Gilbert. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Bitte, wer sind Sie? Helen wandte sich dem Spiegel zu, der über dem Telefontischchen hing. Sie sah ihr Gesicht darin auftauchen. Es war das Gesicht einer alten Freundin. Vertraut, aber ungeliebt. Ich bin Evelyn. Evelyn Merrick. Ach ja. Jetzt erinnern Sie sich wieder, nicht wahr? Ich habe gehört, Ihr Vater ist vor einiger Zeit gestorben. Er hat Ihnen eine Menge Geld hinterlassen. Das geht Sie nichts an. Ich wollte Ihnen nur meine Hilfe anbieten. Danke. Ich brauche keine Hilfe. Jetzt vielleicht noch nicht, aber bald. Was meinen Sie damit? Wer sind Sie überhaupt? Sie haben doch eben gesagt, dass Sie sich an mich erinnern. Ich habe mich nur bemüht, höflich zu sein. Höflich? Bald werden Sie sich an mich erinnern, dann werde ich nämlich berühmt sein. Mein Foto wird in jeder Zeitung abgedruckt, jeder wird meine Schönheit bewundern. Macht Sie das nicht neidisch, Helen? Ich glaube, Sie sind verrückt. Ich? Oh nein, Sie sind verrückt. Sie haben mich einfach aus Ihrem Gedächtnis radiert und ich weiß auch warum. Weil Sie eifersüchtig auf mich sind. Das waren Sie schon immer. Das stimmt nicht. Ich kenne Sie ja gar nicht. Sie müssen sich irren. Ich irre mich nie. Dafür habe ich ja meine Glaskugel. Und wissen Sie, was ich darin sehe? Hören Sie auf! Ich sehe Ihr Gesicht. Sie hatten einen Unfall. Sie sind verletzt. Ihre Stirn blutet, Ihr Mund blutet. Blut. Überall Blut. Panisch fegte Helen das Telefon von dem kleinen Tisch. Im Spiegel konnte sie sehen, dass ihr Gesicht unverletzt war. Allerdings war ihre Haut weiß wie Papier, als wäre sie bereits verblutet. Guten Abend, Miss Clavo. Was kann ich für Sie tun? Am liebsten hätte sie gesagt, verbinden Sie mich mit der Polizei. Aber sie musste vernünftig sein, wie ihr Vater ihr das immer gesagt hatte. Sie durfte nicht hysterisch werden. Mr. Horner, ich hatte darum gebeten, dass niemand die Nummer meines Telefonapparates erfährt. Ja, natürlich. Wir halten uns auch strikt daran. Aber ich habe vor wenigen Minuten einen Anruf erhalten, der nicht von der Telefonistin durchgestellt wurde. Einen sehr unangenehmen Anruf. Das kann ich mir nicht erklären, Miss Clavo. Niemand erfährt von uns, welches Apartment Sie bewohnen. Wollen Sie damit sagen, dass ich mir den Anruf nur eingebildet habe? Dass ich eine Lügnerin bin? Um Gottes Willen, nein. Nichts liegt mir ferner. Ich werde gleich mit June sprechen. Der Vorfall lässt sich sicher aufklären. Es ist mir sehr unangenehm, dass Sie belästigt wurden. Schon gut. Es ist ja kein Verbrechen geschehen. Es hat sich jemand einen geschmacklosen Scherz erlaubt. Ach, im Übrigen sind die neuen Gäste nebenan sehr laut. Ich hoffe, dass das nicht die ganze Nacht so geht. Auch darum werde ich mich sofort kümmern. Ja, bitte. Tun Sie das. Das würde Mr. Horner sicher nicht tun. Helen machte sich nichts vor. Sie wusste, was die Angestellten über sie dachten. Warum mietete sich eine reiche Erbin, die so zurückgezogen lebte, nicht in einem Luxushotel ein? Sie passte nicht in das lebhafte kleine Hotel. Ach, diese grässlichen Menschen! In einem Anfall von Zorn sprang Helen auf. Sie wollte mit aller Kraft an die Wand klopfen. Man konnte ihre Anwesenheit doch nicht einfach ignorieren. Doch ihr Absatz blieb im Teppich hängen. Sie stolperte und prallte mit dem Gesicht gegen die Tischkante. Sie musste sich gar nicht erst im Spiegel davon überzeugen. Sie hatte sich die Stirn blutig geschlagen, wie Evelyn Merrick es vorausgesagt hatte. Danke vielmals. Sie haben sich kaum verändert. Meinen Sie das als Kompliment, Mr. Blackshear? Ja, natürlich. Ich bin froh, dass Sie bereit waren, zu mir zu kommen. Ich wüsste nicht, an wen ich mich sonst wenden sollte.
An Ihre Mutter? Meine Mutter? Oder Ihren Bruder? Ich glaube nicht, dass die beiden mir helfen könnten. Außerdem, Sie wissen ja, Mr. Blackshear, dass wir in unserer Familie nicht sehr verbunden miteinander sind. Douglas geht es im Übrigen wie mir. Er hat sich auch nicht verändert. Leider. Ich verstehe. Mr. Blackshear verstand nicht wirklich, aber es interessierte ihn auch nicht besonders. Helens sprüde, egozentrische Art machte es ihm nicht leicht, sie zu mögen. Sie war die Karikatur ihres Vaters, eine schwere Hypothek. Er hatte sich eher aus Mitleid bereit erklärt, auch ihr Vermögensverwalter zu werden, als sie vor einem knappen Jahr den Großteil des Vermögens erbte. Warum schockiert Sie denn der Anruf von dieser Evelyn Merrick so? Wissen Sie vielleicht mehr, als Sie mir anvertrauen? Nein. Ich habe Ihnen alles in dem Brief geschrieben, jedes Wort, das sie gesagt hat. Sie ist doch verrückt. Meinen Sie nicht auch? Ich bin kein Psychiater. Dann haben Sie also keinen Rat für mich? Verreisen Sie. Verlassen Sie für eine Weile die Stadt. Fahren Sie irgendwo hin, wo diese Frau Sie nicht finden kann. Aber ich habe keinen Ort, wo ich hingehen könnte. Ihnen steht doch die ganze Welt offen. England zum Beispiel. Oder die Schweiz. Ich habe gehört, dass in St. Moritz im Winter sehr viel los ist. Was würde ich an so einem Ort machen? Was machen denn andere Leute dort? Sie sind doch noch jung. Sie müssen doch wissen, was Ihnen Spaß macht. Spaß? Ich weiß nicht, was das ist. Dann finden Sie es heraus. Ich habe solche Angst. Ich weiß einfach, dass diese Frau die Absicht hat, mich zu zerstören. Ich weiß es. Dann müssen Sie sich an die Polizei wenden. Aber was soll ich denn sagen, dass Evelyn Merrick mich so weit gebracht hat, mir die Stirn blutig zu schlagen? Bitte helfen Sie mir. Ich wüsste nicht, wie. Finden Sie sie. Was? Vielleicht will sie ja nur Geld von mir. Ich muss mit ihr reden. Ich muss wissen, wer sie ist. Manchmal kommt mir ihr Name so bekannt vor. Ich bin kein Detektiv, Helen. Aber erinnern Sie sich doch, dass sie gesagt hat, sie würde bald berühmt werden wegen ihrer Schönheit, dass ihr Foto in allen Zeitungen abgedruckt wird. Das kann doch nur heißen, dass sie ein Model ist. Aber die gibt's wie Sand am Meer. Aber gibt es nicht Agenturen für Models? Vielleicht könnten Sie dort anfangen zu suchen. Ich bezahle Sie natürlich. Darum geht es nicht. Bitte, ich wollte Sie nicht beleidigen. Es ist einfach so, dass ich nichts anderes zu bieten habe. Sie haben eine sehr geringe Meinung von sich, Helen. Damit bin ich schon geboren. Ich übe nie Kritik an den Mädchen. Ich lasse sie einfach in den Spiegel schauen. Nachdem Mr. Blackshear einen ganzen Tag am Telefon zugebracht hatte, war er auf die Modelagentur Hudson gestoßen. Die Chefin empfing ihn persönlich. In einem Raum, der mit großen Spiegeln ausgestattet war. Meistens sind die Mädchen sich selbst gegenüber viel strenger, als ich es sein würde. Alle wollen sie aussehen wie Elizabeth Taylor, Grace Kelly oder Audrey Hepburn. Der beste Weg, sich unglücklich zu machen. Sie verdienen ihr Geld damit. Natürlich. Was sagten Sie, sind Sie vom Beruf? Vermögensberater? Ja. Können Sie mir bitte von Ihrer Begegnung mit Evelyn Merrick erzählen? Warum suchen Sie überhaupt nach ihr? Ist sie eine reiche Erbin, die noch nichts von ihrem Glück weiß? Ja, das nicht gerade. Das war ein Scherz. Ach so. Reiche Erbinnen kommen bestimmt nicht zu mir. Sie können sich also an Evelyn Merrick erinnern? Oh ja. Ein sonderbares Mädchen. Alles andere als schön. Nicht einmal attraktiv. Aber sie stand dort vor dem Spiegel und wirkte selbstbewusster als so manche Schönheit. Ich muss gestehen, sie hat mich in Verlegenheit gebracht. Ach, tatsächlich? Sie stand nur da, schaute in den Spiegel und gab keinen Ton von sich. Und als ich sie fragte, ob sie mit ihrem Aussehen zufrieden ist, dann sagte sie, der Spiegel entstellt und die Beleuchtung ist schlecht. Und dann sagte sie noch, ich habe schöne Brüste und ich friere nicht leicht. Ja, da musste ich lachen. Und sie fuhr mich an, ich solle mich nicht lustig machen über sie. Sie habe ein Ziel und das werde sie auch erreichen. Na, so einen Auftritt merkt man sich. Haben Sie ihr denn helfen können? Ihr helfen? Ich wollte sie so schnell wie möglich loswerden. Ich habe ihr erzählt, dass unsere Warteliste sehr lang ist.
Ja, und dann habe ich sie mit der Adresse von einem Maler vertröstet, der sich manchmal von uns Modelle vermitteln lässt. Die Idee, für einen richtigen Künstler zu arbeiten, schien ihr sehr zu gefallen. Wie heißt der Mann? Harley Moore. Aber ich weiß, dass er derzeit im Ausland ist. Haben Sie Evelyn Merrick nach ihrer Adresse gefragt? Nein. Wozu? Hat sie Ihnen sonst noch irgendetwas erzählt, über ihre Familie vielleicht, oder wo sie herstammt? Nein. Sie wollte mir weismachen, dass sie erst Mitte 20 ist, aber 10 Jahre älter stimmt schon eher. Ach ja, und sie hat noch erzählt, dass sie schon einmal für einen Fotografen als Modell gearbeitet hat, Jack Tirola. Keine besonders seriöse Adresse. Tirola? Tirola. Der Mann macht vor allem Reportagen für eine von diesen Skandalzeitschriften, heimliche Fotos von Prominenten und so. Verraten Sie mir jetzt, was Sie eigentlich von dieser Miss Merrick wollen? Das konnte Mr. Blackshear nicht. Er wusste es ja selbst nicht so genau. Hätte ihm Helen Clavo nicht so leid getan, hätte er sich niemals auf diese ominöse Sache eingelassen. Was war denn schon vorgefallen? Ein Anruf, vielleicht etwas unheimlich, eine indirekte Drohung, ihr könnte etwas zustoßen. Musste man deswegen gleich Detektiv spielen? Mr. Tirola? Mr. Tirola? Bitte setzen Sie sich. Ich bereite nur noch eine Einstellung vor. Dann habe ich Zeit für Sie. Offensichtlich verdiente Tirola nicht besonders gut. Sein Atelier war groß, aber nur schlecht geheizt. Das Mobiliar war schäbig, der hintere Teil des Raums durch einen schmuddeligen Vorhang abgetrennt. Überall lagen alte Kleidungsstücke und große Hüte herum. Was kann ich für Sie tun? Hier ist alles in fürchterlicher Unordnung. Meine Assistentin ist krank. Mein Name ist Paul Blackshear. Ich habe gehört, dass Sie eine junge Frau namens Evelyn Merrick beschäftigen. Oder beschäftigt haben. Kann sein. Kann auch nicht sein. Ich beantworte solche Fragen nicht. Außer Sie haben einen triftigen Grund dafür, Mr. Blackshear. Blackshear. Ich bin Vermögensverwalter. Miss Merrick hat eventuell mit einer Erbschaft zu rechnen. Ach, ist Ihre Mutter jetzt wirklich gestorben? Wieso? Mir hat sie was von einer sterbenden Mutter erzählt. Damit kriegen Sie mich alle. Sie haben Miss Merrick also beschäftigt? Ja, einige Stunden. Warum nicht länger? Sie hat mir die ganze Zeit in den Ohren gelegen, sie müsse ganz schnell berühmt werden. Dann habe ich sie dabei ertappt, wie sie in meinen Sachen rumgeschnüffelt hat. Sie wollte die Namen wissen von den Leuten, die zu mir kommen. Warum? Keine Ahnung. Eine Schnüfflerin eben. Ich habe sie rausgeschmissen. Ich kann Schnüffler nicht ausstehen. Haben Sie vielleicht Ihre Adresse oder eine Telefonnummer von ihr? Nein. Sie hat mir erzählt, dass sie gerade umzieht. Welche Art von Arbeit hat Evelyn Merrick denn bei Ihnen gemacht? Was glauben Sie denn? Ich bin Fotograf. Ich habe Fotos von ihr gemacht. Ja, Fotos, die ich bekommen könnte oder die Sie nur ganz speziellen Kunden überlassen. Was wollen Sie denn damit andeuten? Gar nichts. Das war nur etwas ungeschickt ausgedrückt. Mann, Sie sind ganz schön unverschämt. Fragen mich hier aus und unterstellen mir da noch irgendwelche schmutzigen Geschichten. Mr. Tirola, ich... Besser Sie gehen jetzt, bevor ich Sie hinauswerfe. Helen! Helen, bist du's? Ja. Hier ist Mutter. Ja. Du scheinst ja nicht sehr erfreut zu sein. Ich gebe mir Mühe. Bitte sprich lauter, Helen. Wenn ich eins nicht mag, dann sind es Menschen, die am Telefon nuscheln. Bist du noch da, Helen? Ja. Wie geht's dir denn? Ich hab dich ja ewig nicht gesehen. Es geht mir gut. Als Helen zu Hause auszog, hatte sie gehofft, ihr Verhältnis zu ihrer Mutter würde durch die räumliche Distanz besser werden. Endlich würde sie ihr die Briefe schreiben können, die sie so oft in Gedanken formuliert hatte. Aber über den Anfang, liebe Mutter, es geht mir gut, war sie beim Schreiben nur selten hinausgekommen. Es veränderte sich nichts. Ihre gegenseitige Abneigung war wie ein Schwert, an dem sie sich beide verletzten. Hast du was gesagt? Nein. Vielleicht solltest du die Musik leiser stellen. Ach was, die Verbindung ist heute so schlecht. Was ich sagen wollte, ich gehe morgen mit deinem Bruder im Vine Street Derby zum Essen. Das ist doch ganz in deiner Nähe. Und da dachte ich mir, ob du nicht auch kommen möchtest. Lieber nicht. Aber danke für die Einladung. Nein? Aber es ist doch ein ganz besonderer Anlass. Dagi hat Geburtstag.
Er wird schon 26. Und dann wird sein Kunstlehrer dabei sein. Ich wollte gern, dass du ihn kennenlernst. Ich wusste gar nicht, dass Douglas sich für Malerei interessiert. Aber nein, nicht Malerei, fotografieren. Dougie meint, die Fotografie hätte eine große Zukunft. Und Mr. Tarola kennt praktisch alles, was es auf diesem Gebiet gibt. Ich wünschte, du würdest kommen, Kind. Dein Bruder und ich, wir werden also Punkt 1 im Derby sein. Bist du noch da, Helen? Ja. Diese langen Pausen machen mich ganz nervös. Ich weiß nie, was du denkst. Du könntest mich ja mal fragen. Ich hab Angst, du könntest vielleicht antworten. Dann ist es also abgemacht. Wir treffen uns morgen um 1. Ich kann es nicht versprechen. Du bist natürlich mein Gast. Und leg doch ein bisschen Lippenstift auf, ja? Und vergiss nicht, dass es Dagis Geburtstag ist. Ich bin sicher, er würde eine kleine Aufmerksamkeit sehr zu schätzen wissen. Davon bin ich überzeugt. Also, dann bis morgen. Leb wohl. Dougie, stell doch die Musik leiser. Warum sprichst du immer wieder mit Helen, wenn du weißt, dass es dich unglücklich macht? Was für eine Frage. Sie ist meine Tochter. Außerdem sind wir auf sie angewiesen. Es gab Augenblicke, gewöhnlich am Anfang des Monats, wenn die Rechnungen sich häuften, in denen Werner Clairvaux dachte, dass es gut wäre, wenn Douglas sich endlich nach einer Stellung umsehen würde. Aber meistens war sie froh, ihren Sohn im Haus zu haben. Er kümmerte sich um den großen Garten und war ein guter Gefährte, wenn er nicht gerade studierte. Moderne Dichtung, die französischen Impressionisten, zuletzt wollte er Musiker werden. Aber die teuren Unterrichtsstunden hatten den Zeitpunkt nur hinausgezögert, an dem auch diese Leidenschaft verflog. Zieh dich bitte an, Dagi, ich erwarte Besuch. Du vielleicht, ich nicht. Mr. Blackshear wird gleich hier sein. Vielleicht kommt er mit guten Nachrichten. Und nimm diesen lächerlichen Ohrring ab, ich habe dich schon so oft darum gebeten. Er ist nicht lächerlich. Na, meinetwegen. Dann sieht er eben nur an dir lächerlich aus. Du bist kein Mädchen. Oh doch, das bin ich. Dagi, bitte, was hast du denn? Ich habe Evie mit ihrer Mutter in der Stadt getroffen. Na und? Evie hat nach dir gefragt. Sie war wirklich sehr freundlich, wenn man bedenkt, was passiert ist. Die Trennung und alles. Dann werde ich gegebenenfalls auch freundlich zu ihr sein. Alle sagen, ihr wärt ein so schönes Paar gewesen. Fang ich wieder davon an. Es kam mir so vor, als würde sie immer noch an dich denken. Es wäre schön, wenn du dich mal mit ihr verabreden könntest. Mutter, hör auf. Schon gut. Du musst dich nicht gleich aufregen, mein Schatz. Bitte geh und zieh dich um. Möchten Sie wirklich nichts trinken, Mr. Blackshear? Nein, danke. Sie haben sich überhaupt nicht verändert. Sie meinen, ich bin noch genauso langweilig wie früher. Das haben Sie gesagt. Ich freue mich sehr über Ihren Besuch. Bitte, schauen Sie mich nicht so an. Verzeihen Sie. Ich weiß, dass ich mich sehr wohl verändert habe. Dieses Jahr war schrecklich. Sie wissen ja, dass uns Harrison nicht viel Geld hinterlassen hat. Ja. Douglas wird gleich hier sein. Er ist oben, er zieht sich um. Verstehen Sie etwas von Fotografie, Mr. Blackshear? Nein, leider gar nicht. Wie schade. Douglas hat nämlich damit angefangen. Fotografieren besteht nicht nur darin, dass man Aufnahmen macht, sagt er immer. Interessant. Er geht jeden Tag zum Unterricht. Mr. Tarola ist sein Lehrer, ein berühmter Fotograf. Tarola? Kennen Sie ihn? Nicht wirklich. Jetzt verraten Sie mir doch, warum Sie gekommen sind. Ich wollte mit Ihnen über Helen sprechen. Über Helen? Was haben Sie denn mit Helen zu tun? Ich habe während des vergangenen Jahres Ihr Vermögen verwaltet. Hat sie Ihnen das nicht gesagt? Helen sagt mir nie etwas. Am wenigsten, wenn es um Geld geht. Und ich habe gehofft, es wären vielleicht noch Aktien aufgetaucht, die uns zustehen. Leider nicht. Wie dumm von mir. Was ist denn mit Helen? Mrs. Clavo, kennen Sie eine Evelyn Merrick? Ja, natürlich. Wieso natürlich? Sie ist Dougies Frau. Ich meine, sie war es. Die Ehe ist gleich annulliert worden. Sie hat ihren Mädchennamen wieder angenommen. Und sie lebt hier in der Stadt? Ja, in Westwood, bei ihrer Mutter. Kennt Helen sie? Aber hören Sie mal, durch sie hat Douglas Evie doch überhaupt kennengelernt. Die beiden waren Schulfreundinnen. Schulfreundinnen? Douglas war immer ein großer Verehrer von Evie. Sie war so hübsch, fast eine Schönheit.
Bitte erzählen Sie mir von der Hochzeit. Nun, es war eine sehr stille Hochzeit, erst auch kurz nach Harrisons Tod war. Nur die Familie und ein paar Freunde. War Helen auch dabei? Nein, sie wohnte schon nicht mehr hier. Sie war natürlich eingeladen, hat auch ein wunderschönes Geschenk geschickt. Aber gekommen ist sie nicht. Nein, sie war krank. Wie krank? Also wirklich, Mr. Blackshire, wie krank weiß ich nicht. Es war mir auch ganz gleich. Evie und sie waren schon lange nicht mehr befreundet. Die beiden hatten noch nie viele Gemeinsamkeiten, waren immer sehr verschieden. Evie war so temperamentvoll. Ist sie das immer noch? Das Scheitern der Ehe hat sie schwer getroffen. Uns alle. Evie hat so schön ausgesehen. Was für reizende Kinder sie hätten haben können. Mr. Blackshire? Ja? Glauben Sie, dass mit Dougie etwas nicht stimmt? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Nein, natürlich nicht. Schenken Sie mir noch einen Whisky ein. Das hat Harrison sonst immer gemacht. Es ist doch merkwürdig, in welchen Augenblicken man Menschen plötzlich vermisst. Nicht wahr? Dougie? Nein, sie hatte sich nicht getäuscht. Statt in den Salon zu kommen, hatte Douglas das Haus verlassen. Er musste ihre Bemerkung gehört haben. Dougie, wo bist du denn? Wann kommst du nach Hause? Ich bin es, Evelyn. Evie, so ein Zufall. Erst vorhin habe ich von dir gesprochen. Mit wem? Mit Mr. Blackshear, ein Freund der Familie. Haben Sie etwas Nettes über mich gesagt? Natürlich. Douglas hat sich übrigens riesig gefreut, als ich ihm erzählt habe, dass wir uns getroffen haben. Wirklich? Möchtest du uns nicht mal besuchen kommen? Wir könnten über die alten Zeiten sprechen. Was meinst du? Ich will aber nicht über die alten Zeiten sprechen. Du klingst so komisch. Wie ist etwas mit dir? Ich habe nur angerufen, um Ihnen etwas zu erzählen. Über Douglas. Was denn? Ich weiß, Sie machen sich Sorgen um ihn. Ich kann Ihnen sagen, was mit ihm los ist. Und dann begann sie in allen Details die Dinge zu schildern, die sich im Hinterzimmer von Mr. Tirolas Atelier abspielten. Evie. Als Helen an diesem Morgen erwachte, wusste sie plötzlich, wer Evelyn Merrick war. Der Name, der so lange keine Bedeutung für sie gehabt hatte, war ihr plötzlich so vertraut wie ihr eigener. An ihrem ersten Tanzfest trugen die beiden Mädchen, die so eng befreundet waren, die gleichen Kostüme. Sie erschienen beide als Zigeunerinnen mit Kristallkugeln. Natürlich war es Evies Idee gewesen. Helen hatte ein bisschen Angst vor dem Fest gehabt. Würde überhaupt jemand mit ihr tanzen wollen? Und tatsächlich beachtete sie niemand, während Evie den ganzen Abend auf der Tanzfläche verbrachte. Helen war so verzweifelt, dass sie sich auf der Damentoilette versteckte. Ihrem Vater erzählte sie später von einer strahlenden Helen, umschwärmt von allen Jungen. Sie wollte ihn nicht enttäuschen. Er hatte sich so für sie gefreut. Doch am nächsten Morgen rief die Lehrerin an und erkundigte sich, ob es Helen wieder besser gehe. Ihr Vater machte ihr große Vorwürfe und ihre Mutter schämte sich wieder einmal für sie. Ein Jammer, dass wir keine Tochter haben wie Evie. Die Freundschaft ist bald auseinandergegangen. Möchten Sie Zucker? Danke, nein. Warum? Helen hat angefangen, sich merkwürdig zu benehmen. Merkwürdig? Sie hat Dinge erfunden, Freunde, die es gar nicht gab, aufregende Erlebnisse. Im Grunde harmlos, aber Evie hat sehr darunter gelitten. Sie sagten, Sie sind der Vermögensverwalter von Helen. Warum wollen Sie dann so persönliche Dinge wissen? Es geht Helen nicht sehr gut und ich glaube, Ihre Tochter spielt nach wie vor eine wichtige Rolle für Sie, Mrs. Merrick. Ehrlich gesagt, ich möchte nichts mehr mit dieser Familie zu tun haben. Gestern sind wir Werner in der Stadt begegnet. Das erste Mal seit der Hochzeit. Mich hat das sehr aufgeregt. Aber Evie war vollkommen gleichgültig. Sie hat sich sogar nach Douglas erkundigt, wie es ihm geht. Seien Sie ehrlich, hat Werner Sie geschickt? Nein, ganz bestimmt nicht. Machen Sie sich Sorgen um Ihre Tochter? Natürlich. Ich möchte, dass Evie glücklich wird. Ich habe nur dieses eine Kind. Seit ihrer Heirat ist sie eine völlig andere geworden. Was meinen Sie damit? Sie war immer lebhaft, offenherzig, humorvoll. Seit dieser schrecklichen Sache ist sie so in sich gekehrt, so still.
Was für ein Narr war ich doch. Ich hätte es sehen müssen. Was? Sie wissen genau, was ich meine. Meine Tochter hat einen Homosexuellen geheiratet. Und ich habe es zugelassen. Ich habe es zugelassen, weil ich blind war. Was für ein gütiger und rücksichtsvoller Ehemann er sein wird, habe ich gedacht. So sanft, so einfühlsam. Wenn ich nicht geschieden wäre. Wenn er wie einen Vater gehabt hätte. Ein Mann hätte erkannt, dass mit Douglas etwas nicht stimmt. Vielleicht. Wie gesagt, Abby ist erst übermorgen wieder zu Hause. Sie übernachtet bei ihrer Freundin. Aber Sie können gerne noch mal vorbeikommen. Welche Art von Anstellung sucht sie denn? Vielleicht kann ich ihr behilflich sein. Ich fürchte, Aktien sind nicht ihr Fach. Was ist denn ihr Fach? Interessiert sie sich fürs Theater oder will sie vielleicht Model werden? Großer Gott, nein. Wie kommen Sie denn auf die Idee? Nur viele hübsche Mädchen wollen doch Mannequin werden. Abby ist zu klug dafür, ein Beruf, den man nur einige Jahre ausüben kann. Ich fürchte, Werner weiß es eigentlich immer noch nicht. Sie hofft immer noch, dass ihr Sohn ein normaler Mann ist. Mach die Musik aus. Was? Douglas! Wo warst du letzte Nacht? Warum hast du so schlechte Laune? Kannst du dir das nicht denken? Doch. Du hast versucht, dir von Helen Geld zu leihen und sie hat dich abgewiesen. Nein. Mabel hat ihren Lohn verlangt? Nein. Auf jeden Fall geht's um Geld. Ich gehe nach oben. Setz dich. Findest du nicht, dass ich ein bisschen zu alt bin, um so herumkommandiert zu werden? Wo warst du? Warum willst du das wissen? Bei Tirola, nicht wahr? In seinem Hinterzimmer. Oder war es ein anderes Hinterzimmer? Eure Sorte soll ja nicht wählerisch sein. Was geht in diesem Atelier vor? Ich habe ein Recht, das zu erfahren. Ich bezahle dafür. Lernst du überhaupt fotografieren, Douglas? Ja. Vor der Kamera? Was meinst du damit? Du stehst Modell für Tirola, nicht wahr? Wer sagt so etwas? Jemand hat mich gestern angerufen. Die Fotos sind nichts fürs Familienalbum, habe ich gehört. Das sind dumme Gerüchte. Gerüchte? Dann sind es also nur Gerüchte? Ja. Oh Gott, ich bin so froh. Ich hätte diese Lügen nicht glauben dürfen. Mutter, du begreifst nichts. Gar nichts. Douglas? Ich möchte allein sein. Douglas, wir müssen zu einem Arzt gehen. So etwas ist heilbar. Es muss heilbar sein. Mutter, lass mich in Ruhe. Gut, dann werde ich jetzt zu Tirola gehen. Er ist dafür verantwortlich. Wenn er nicht gewesen wäre, wärst du vollkommen normal. Was redest du da? Einem solchen Menschen erlaubt man, frei herumzulaufen. Wahrscheinlich hat er noch andere junge Männer verführt. Er hat mich nicht verführt. Wo ist deine Selbstachtung, dein Stolz? Wie kannst du einen solchen Menschen verteidigen? Aber... Ich werde dafür sorgen, dass er dafür bezahlt. Mutter, bitte geh nicht. Warum? Jack ist kein schlechter Mensch. Er ist wie ich. Tirola war also nicht der Erste. Nein. Wer war es? Das ist doch gleichgültig. Es ist so lange her. Mutter, ich liebe Jack. Wie kannst du so etwas sagen? Du widerlicher, erbärmlicher Kerl. Mutter! Nenn mich nicht so. Alleingelassen horchte Douglas auf das rasende Motorengeräusch des Wagens, in dem Werners Wut zum Ausdruck kam. Lange blieb er reglos liegen. Er hörte den Regen, der auf das Dach prasselte, und das Knarren der Eukalyptusbäume, wenn der Wind stärker wurde. Dann stand er auf und ging ins Badezimmer. Er hatte schon vor einiger Zeit angefangen, Schlaftabletten zu horten. Jetzt hatte er ungefähr 50 Stück. 5 schluckte er ohne Schwierigkeit, doch die 6. blieb ihm im Hals stecken. Und die 7. löste sich in seinem Mund auf, ein bitteres Pulver, an dem er würgte. Er löste die Klinge aus seinem Rasierapparat und versuchte, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Die Rasierklinge war stumpf, die Wunde kaum tiefer als ein Kratzer. Doch beim Anblick seines heraussickernden Blutes wurde ihm vor Entsetzen schwindelig. Er wurde ohnmächtig und schlug mit der Schläfe auf die vorspringende Kante des Waschbeckens. Ist etwas passiert?
Ihre Mutter hat versucht, Sie zu erreichen, Helen. Sie braucht keine Angst zu haben, dass Douglas kein Geburtstagsgeschenk bekommt. Ich habe ihm einen Scheck geschickt. Er wird ihn nicht bekommen. Schlechte Nachrichten. Ihr Bruder ist tot. Wie ist denn das passiert? Er hat versucht, Selbstmord zu begehen. Versucht? Sie haben doch eben gesagt, er ist tot. Der Arzt meint, Douglas habe Schlaftabletten geschluckt und sich die Pulsadern aufgeschnitten. Aber das war nicht die eigentliche Todesursache. Er muss ohnmächtig geworden sein. Er ist mit dem Kopf auf den Waschbeckenrand aufgeschlagen. Armer Douglas. Er hat nie etwas richtig hinbekommen. Es tut mir leid. Warum sollte Ihnen das leid tun? Wenn er sterben wollte, war das seine Sache. Nein. Ich meinte, um Sie tut es mir leid. Sind Sie überhaupt imstande, etwas zu fühlen? Empfinden Sie nie etwas? Für keinen Menschen? Nicht viel. Wie wird Mutter damit fertig? Ich weiß nicht. Sie schien eher wütend zu sein. Auf wen? Auf Evelyn Merrick. Was hat denn Evelyn damit zu tun? Ihre Mutter macht sie dafür verantwortlich. Evelyn hat sie angerufen und mit ziemlich drastischen Worten über Douglas und Jack Terola aufgeklärt. Ihre Mutter wollte Terola zur Rede stellen. Wozu? Das weiß ich nicht. Sie ist wohl gar nicht dort gewesen. Meine Mutter führt die Dinge auch nie richtig zu Ende. Sie sind herzlos. So bin ich. So sind Sie geworden. Ändert das etwas? Es kann sich viel ändern. Ich ändere mich nicht. Ich glaube, Sie brauchen jemanden, der Ihnen dabei hilft. Was meinen Sie damit? Jemanden, der Sie wirklich gern hat. Und wer sollte das sein? Sie vielleicht? Vielleicht. Außerdem hat sich schon etwas verändert. Sie haben sich an Ihre alte Schulfreundin Evelyn Merrick erinnert, oder? Eben haben Sie ganz selbstverständlich von ihr gesprochen. Ja. Helen, auch wenn Sie sie früher beneidet haben, dafür gibt es heute keinen Grund mehr. Haben Sie mit Evelyn gesprochen? Nein, noch nicht. Aber mit Ihrer Mutter. Sie scheint gar nicht zu wissen, wie grausam Ihre Tochter zu manchen Menschen ist. Vielleicht kann sie es gar nicht wissen. Evelyn Merrick scheint eine völlig gespaltene Person zu sein. Einerseits die perfekte Schwiegertochter, andererseits ist ihr Hass so groß, dass sie die Menschen aufeinander hetzt. Helen? Jemand hätte helfen müssen. Vor Jahren schon. Jetzt ist es zu spät. Für Douglas und für Mutter. Vielleicht bekomme ich auch bald einen Anruf von Evelyn und dann, bitte, Sie müssen sie aufhalten. Die nächste bin vielleicht Helen, ich. Beruhigen Sie sich. Ich bin mir ganz sicher, jetzt, wo Douglas tot ist, wird sie noch mehr Unheil anrichten. Terola, gehen Sie zu Terola. Er weiß vielleicht etwas über Sie, womit wir zur Polizei gehen können. Bitte, sie muss in eine Klinik. Sie ist krank. Also gut. Ich werde nochmal mit Terola reden, wenn Sie mir versprechen, zu Ihrer Mutter zu gehen. Sie können sich jetzt gegenseitig helfen. Sie verließen gemeinsam das Haus. Helen wartete auf ein Taxi. Blackshear machte sich auf den Weg zu seinem Auto, das einige Häuserblocks entfernt stand. Der Gedanke, Terola aufsuchen zu müssen, war ihm unangenehm. Er wollte nicht derjenige sein, der die Nachricht von Douglas Tod überbrachte. Mr. Terola? Mr. Terola, störe ich? Die Tür zum Atelier stand offen. Es roch nach überkochtem Kaffee. Es herrschte die gleiche Unordnung wie vor wenigen Tagen. Beim Betreten des Hinterzimmers, in dem es kein Fenster gab, stieß er gegen einen Scheinwerfer, der im Weg lag. Dann erst sah er, was geschehen war. Terola lag auf einem Schlafsofa. In seiner Kehle steckte eine Schere. Eine blutbespritzte Wolldecke war über die untere Hälfte seines Körpers gebreitet. Es hatte den Anschein, als sei Terola aufgestanden, um sich Kaffee zu kochen, und habe sich dann noch ein paar Minuten ins Bett gelegt. Währenddessen musste er Besuch gehabt haben, von jemandem, den er kannte. Außer dem umgestürzten Scheinwerfer deutete nichts auf einen Kampf hin. Warum ist Helen nicht gleich mit Ihnen hergekommen? Ich hatte vorher noch etwas zu erledigen. Vielleicht hat sie es sich anders überlegt.
Sonst wäre sie doch schon hier. Schauen Sie mich nicht so an. Ich sehe immer so aus, wenn ich geweint habe. Mrs. Clarbo, Tarola ist tot. Gut. Haben Sie gehört, was ich gesagt habe? Tarola ist tot. Und ich bin froh. Sehr froh. Hoffentlich hat er gelitten. Jemand hat ihn mit einer Schere erstochen. Er ist also ermordet worden? Ja. Das ist ja noch viel schöner. Mrs. Clarbo. Er muss doch Angst gehabt haben. Er muss entsetzt gewesen sein. Er muss gelitten haben. Mit einer Schere. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Mrs. Clarbo, können Sie beweisen, dass Sie nicht dort waren? Was für eine lächerliche Frage. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich wieder nach Hause gefahren bin. Ich habe sein Atelier nicht mehr betreten. Das Ganze sah so verkommen aus. Ich habe den Mut verloren. Die Polizei wird Sie sicher verhören. Immerhin hatten Sie allen Grund, Tarola zu hassen. Mr. Blackshire, wenn ich jeden umbringen würde, den ich hasse, würden die Leute in dieser Stadt sterben wie die Fliegen. Sie nehmen die Sache nicht ernst genug. Douglas ist gestorben und Harrison auch. Was soll ich da noch ernst nehmen? Ich bin die, die in diesem Drecksleben allein zurückbleibt. Und Ihre Tochter? Helen? Die war mir schon immer fremd. Ich fühle mich nicht wie ihre Mutter. Wenn sie Ihnen so fremd ist, dann verhalten Sie sich auch so. Fremde sind normalerweise wenigstens höflich zueinander. Glauben Sie denn, sie kommt noch? Ich weiß es nicht. Ich mache mir Sorgen um sie. Oh, ich tu dir nichts, Katze. Evelyn war einige Stunden durch die Straßen gelaufen. Sie musste Kraft tanken. Und das konnte sie nur, wenn sie in Bewegung blieb. Doch jetzt regnete es. In einem Hinterhof hatte sie Schutz gesucht. 1, 2, 3, 4. Das Zählen war von großer Wichtigkeit. 1, 2, 3. 4 und 3 ergab 7. 1, 2. Alles musste 7 ergeben. Eileen. Tarola hatte keinen Grund gehabt, sie so zu behandeln. Sie war so nett und höflich zu ihm gewesen, wie sie nur konnte. Hallo, Mr. Tarola? Was wollen Sie denn hier, Eileen? Evelyn! Ja, klar. Ich habe gedacht, ich komme schnell mal bei Ihnen vorbei und... Dann gehen Sie schnell mal wieder. Sie sehen ja, ich bin noch im Pyjama. Ich könnte Ihnen noch Kaffee machen, Mr. Tarola. Ich mache mir seit Jahren meinen Kaffee selbst. Dann ist es höchste Zeit, dass Sie meinen probieren. Wo ist der Herd? Seit wann sind Sie so fürsorglich? Ach, ab und zu tue ich einem Freund eben einen Gefallen. Und dann erwarten Sie, dass der Freund Ihnen auch einen Gefallen tut, oder? Das wäre sehr nett. Also, was wollen Sie, Eileen? Evelyn, die Fotos, die Sie von mir gemacht haben, bitte verbrennen Sie sie. Warum? Weil es ganz schlechte Aufnahmen von mir sind. So bin ich in Wirklichkeit gar nicht. Wie sind Sie denn in Wirklichkeit? Bitte, Mr. Tarola, es ist wichtig. Verbrennen Sie die Fotos. Na gut, ich werde es mir überlegen. Jetzt hauen Sie aber ab, Eileen. Ich bin müde. Ich bin spät ins Bett gekommen. Evelyn. Schon gut. Sagen Sie es. Sagen Sie Evelyn. Was ist denn mit Ihnen los? Sind Sie verrückt? Verrückt. Das Zählen führte zu nichts. Sie musste weiter. Sie musste ein Telefon finden. Auch wenn in ihrem Kopf alles durcheinander ging, telefonieren beruhigte sie meistens. Ja? Mrs. Clavo? Bist du es, Evelyn? Ja. Fragen Sie sie, wo Helen ist. Wer ist denn da bei Ihnen? Niemand. Bist du noch da? Antworte doch. Ich verbitte mir das. Sie brauchen nicht zu lügen. Es macht mir nichts, wenn Sie Besuch haben. Entschuldige bitte. Hast du vielleicht Helen gesehen? Warum fragen Sie mich das? Sie hätte schon lange hier sein sollen. Sie hat gesagt, sie käme nach Hause. Nach Hause? Ach so, nein. Sie hatte sich anders überlegt. Sie wollte nicht, dass Sie sie in ihrem augenblicklichen Zustand sehen. Was heißt das? Ihr Zustand? Ich habe versprochen, nicht darüber zu reden. Schließlich sind wir ja einmal befreundet gewesen und da muss man sein Versprechen halten. Aber es fehlt dir doch hoffentlich nichts. Das habe ich nicht gesagt. Evelyn! Sie brauchen gar nicht so zu schreien. Ich wünschte, Sie würden das lassen. Bitte sag mir, wo Helen ist.
Um die Wahrheit braucht mich niemand zu bitten. Ich sage den Leuten immer die Wahrheit. Ich bin keine Lügnerin. Wo ist Helen denn? Sie ist in einem Lokal in der West Flower Street. Ich habe mit ihr einen Ausflug gemacht, als ich sie heute Morgen vor ihrem Hotel traf. Das ist lächerlich. Helen würde nie mit dir irgendwo hingehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evelyn? Meine Tochter hat noch nie jemandem etwas getan. Mrs. Merrick. Wenn Werner vor Kummer über Douglas verrückt geworden ist. Aber dass Sie hierher kommen und behaupten, Evelyn hätte mit seinem Tod etwas zu tun. Vielleicht tut Ihre Tochter Dinge, von denen sie selbst nichts weiß. Was wollen Sie damit sagen? Es kann vorkommen, dass Menschen so gespalten sind in ihrer Persönlichkeit. Wollen Sie behaupten, meine Tochter ist geisteskrank? Mrs. Merrick, ich suche Helen. Ich mache mir Sorgen um sie. Ich fürchte, sie ist in Gefahr. Ich habe gehört, wie Ihre Tochter mit Mrs. Clavo telefoniert hat. Hallo, Mama. Evie, Kind, wir haben Besuch. Ich komme gleich. Ich ziehe nur schnell den Mantel aus. Wenn Sie meine Tochter kränken... Ich möchte ihr nur ein paar Fragen stellen. Guten Tag. Das ist Mr. Blackshear. Er ist auf der Suche nach einer Frau, die verschwunden ist. Das klingt ja sehr geheimnisvoll. Kenne ich Sie? Ich hätte Ihnen gern einige Fragen gestellt, wenn ich darf. Ja, Sie dürfen. Ich werde sie vielleicht sogar beantworten. Wer ist denn die Frau? Ich habe Mr. Blackshear schon gesagt, dass du nichts damit zu tun hast. Helen Clavo. Helen Mein Gott, auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Warum nicht? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, weil es nicht zu Helen passt, einfach so zu verschwinden. Helens Mutter und ich, wir fürchten, es könnte ihr etwas passiert sein. Warum? Wir fürchten, sie ist entführt worden. Oh Gott, das tut mir leid. Darf ich fragen, wann Sie Helen das letzte Mal gesehen haben? Evelyn hat nichts damit zu tun. Mutter, bitte. Natürlich. Es ist über ein Jahr her. Haben Sie mit ihr telefoniert? Nein, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Sie waren doch einmal sehr befreundet. Ja, in der Schule, aber das ist sehr lange her. Sie waren mit Ihrem Bruder verheiratet. Verheiratet würde ich das jetzt nicht nennen, das war nur eine Hochzeit. Mutter, hast du erzählt... Mr. Blackshear kennt die Geschichte von Werner. Jetzt möchte ich doch wissen, warum Sie ausgerechnet zu mir kommen. Douglas ist heute Morgen gestorben. Was? Wie ist das passiert? Er hat versucht, sich das Leben zu nehmen, aber letztlich war es ein Unfall. Armer Dougie. Hätten Sie seine Mutter nicht über sein Verhältnis zu Mr. Tirola aufgeklärt, würde er vielleicht noch leben. Mr. Blackshear. Was? Ich soll was? Wer ist denn der Mann? Ich kenne den gar nicht. Mr. Tirola ist ein Fotograf, für den Sie einmal gearbeitet haben. Sie haben für ihn Modell gestanden, das hat er mir selbst erzählt. Das kann nicht sein. Dann lügt dieser Mann. Mr. Blackshear, ich möchte, dass Sie jetzt gehen. Sprechen Sie noch mal mit ihm. Ich bin sicher, die Sache wird sich aufklären. Das geht leider nicht. Mr. Tirola ist heute Morgen in seinem Atelier erstochen worden. Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wo ich hier bin? Es war Abend geworden und Helen wusste nicht, wo sie sich befand. In der West Flower Street. Was machst denn du in dieser Gegend, Schätzchen? Hast wohl zu viel getrunken? Ich trinke nicht, ich trinke nie. An der nächsten Ecke sah sie das Straßenschild. West Flower Street. Aber wie war sie hierher gekommen? Und warum tat ihr der Kopf so weh? Es konnte doch nicht sein, dass sie Alkohol getrunken hatte. Es kam ihr vor, als hätte sie diesen Tag einfach unterwegs verloren. Evelyn? Vor einem Reparaturgeschäft für Fernsehapparate stand sie. Evelyn Merrick. Sie lehnte an der Schaufensterscheibe, als würde sie auf jemanden warten. In jähem Entsetzen wich Helen zurück. Auch die Frau wich zurück. Und in diesem Augenblick erkannte Helen, dass es bloß ihr eigenes Spiegelbild war. Doch die Angst löschte diesen Gedanken sofort wieder aus. Miss? Ja? Miss, geht es Ihnen gut? Sie sind direkt vor meinen Wagen gelaufen. Evelyn, sie verfolgt mich. Sie will mich zerstören. Was? Ich muss hier weg. Bitte. Können Sie mich fahren? Ja, natürlich. Aber wissen Sie denn, wo Sie hinwollen? In dem Taxi war es dunkel und warm. Das Radio lief. Das Lied, das gespielt wurde, kam Helen bekannt vor.
Mr. Blackshear, fiel ihr ein. Und dann wusste sie plötzlich wieder, wo dieser Tag geblieben war. Sie hatte vor dem Hotel gestanden und auf ein Taxi gewartet, um zu ihrer Mutter zu fahren. Da war Evelyn Merrick neben ihr aufgetaucht und hatte gesagt: Komm, gehen wir was trinken. Haben Sie was gesagt? Nein. Soll ich Sie lieber in eine Klinik fahren? Warum? Naja, Sie sind ziemlich verwirrt, Miss. Vielleicht brauchen Sie Hilfe. Ich habe Sie nicht nach Ihrer Meinung gefragt. Fahren Sie mich ins Hotel Monica, dort wohne ich seit einem Jahr. Ist das jetzt klar? Klar. Um Gottes Willen. Miss Clavo. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Kann mir bitte jemand aufsperren? Aber wo waren Sie denn? Alle haben nach Ihnen gesucht, sogar Ihre Mutter war hier. So ein schöner Tag. Ich habe kurz entschlossen mit einer Freundin einen Ausflug gemacht. Dummerweise habe ich mir die Strümpfe zerrissen. Aber Sie hätten doch wenigstens Bescheid sagen sollen. Alle dachten, Sie sind entführt worden. Ah, mischen Sie sich nicht in Dinge ein, die Sie nichts angehen. Miss Clavo? Nennen Sie mich nicht so. Fühlen Sie sich nicht wohl? Nennen Sie mich Evelyn. Evelyn? Also, sperrt mir jetzt jemand auf? Selbstverständlich. In ihrem Apartment legte sie nicht einmal den Mantel ab, sondern griff sofort zum Telefon. Ja? Hallo? Ich bin es. Evelyn? Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich Helen gefunden habe. Wo ist sie? Ich habe sie in ihrem Hotelzimmer eingeschlossen. Was hast du gemacht? Ich bin die Einzige, die weiß, wie man sie behandeln muss. Ach, sie hat sich die Strümpfe zerrissen. Wir haben einen kleinen Ausflug unternommen. Bitte, Evelyn, lass mich mit Helen sprechen. Wimmern Sie nicht so. Ich hasse Leute, die wimmern. Helen fühlt sich noch etwas schwach. Sie wäre beinahe von einem Taxi überfahren worden und der Kopf tut ihr weh, weil sie Alkohol getrunken hat. Also bin ich jetzt an der Reihe. Wir wechseln uns nämlich immer ab. Helen und ich. Ich bin nie krank. Das überlasse ich ihr. Alle hässlichen Dinge überlasse ich ihr. Alt werden und krank sein. Helen? Ach, sie wimmern ja schon wieder. Helen? Helen, machen Sie auf! Gehen Sie weg! Lassen Sie uns in Ruhe! Bitte, Helen! Ich will Ihnen helfen! Nennen Sie mich nicht so! Ich bin nicht Helen! Ich bin Evelyn! Das ist nicht wahr! Ich habe mit Evelyn gesprochen. Mit Evelyn Merrick. Ich habe sie gesehen. Sie lebt mit ihrer Mutter zusammen. Ich will nicht Helen sein. Ich hasse sie. Niemand möchte, dass Sie eine andere sind. Bitte, lassen Sie mich Ihnen helfen. Für einen Moment war es ganz still. Dann wurde die Sicherheitskette zurückgeschoben und die Tür langsam geöffnet. Helen ist nicht hier. Sie ist weggefahren. Eine Hand hielt sie hinter dem Rücken, wie ein Kind, das etwas Verbotenes verbirgt. Sie ist todunglücklich und möchte in Ruhe gelassen werden. Als sie vor ihm zurückwich, konnte Mr. Blackshear in dem runden Spiegel über dem Telefontischchen sehen, was es war. Ein Brieföffner. Helen, wenn Sie zu einem Arzt gehen, dann kann Ihnen sicher geholfen werden. Helen ist nicht hier. Als sie sich das Messer in die Kehle stieß, spürte sie keinen Schmerz. Nur eine leichte Verwunderung darüber, wie schön ihr Blut aussah. Wie endlose rote Bänder, die sich nie wieder verbinden ließen. Liebe Mutter, es geht mir gut. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Margaret Miller.